Hi, ich bin die Niki und mich freut es, dass du heute eingeschaltet hast zum Faszientraining. Wir werden heute zusammen den Oberkörper bearbeiten und zwar mit einer Faszienrolle. Die Faszienrolle gibt es in unterschiedliche Stärkegraden von unterschiedlichen Herstellern und auch mit unterschiedlichen Formen. Nutz die Faszienrolle, die du daheim hast. Mir persönlich ist die mit glatter Oberfläche am liebsten, weil eben da ich das Gefühl habe, ich kann wirklich punktuell auf der Muskulatur arbeiten. Gerade bei dem Geriffelten muss ich mich immer drehen und wenden, dass ich genau jetzt auf diesem Riffel und auf dieser Stelle bin. Aber wie gesagt, nutzt die, die dir angenehm ist. Es kann auch sein, dass du mit der Geriffelten besser zurechtkommst. Dann noch zu den Härtegraden. Ich habe hier eine sehr harte Rolle, aber auch für unterschiedliche Körperregionen kannst du natürlich unterschiedliche Faszienrollen nutzen. Also jetzt gerade bei Stellen, wo es sehr, sehr weh tut, würde ich dir natürlich empfehlen, eine schwächere Faszienrolle zu nutzen, beziehungsweise die sind dann einfach weicher. Du kannst natürlich auch für den Oberkörper, was wir eben jetzt gleich auch machen, diesen Duoball nutzen. Das heißt, es gibt so eine Faszienrolle, die aber in der Mitte so eine Aussparung hat, wo man eben dann einfach besser die Wirbelsäule auslassen kann, also die Wirbelfortsätze, von denen ich gleich noch spreche. Wenn du noch mal genauer wissen möchtest, wie du rollen sollst und auf was du alles achten sollst, dann schalt doch einfach das Video für den Unterkörper zuerst ein. Und zwar findest du das auf meinem Kanal von letzter Woche. Und da gehe ich dann auch noch ein bisschen auf die Intensität ein, wie stark du eben die Schmerzen, man möchte es ja kaum sagen, aber die angenehmen Schmerzen spüren darfst. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt gleich viel Spaß beim Oberkörper, Rollen und bei deiner Selbstmassage. Wir starten heute mit der Black Roll an der Brustwirbelsäule. Leg die Black Roll einfach hier und zwar circa da, wo man den BH zumacht. Und ich glaube auch, dass alle Jungs wissen genau, was ich meine. Die Hände nimmst du mal hier hinter den Kopf und hier roll mal über deine Schulterblätter auf und ab. Und ich möchte, dass du den Ellenbogen richtig rausstreckst und hier mal über die Brustwirbelsäule drüber rollst. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht über die Wirbelfortsätze drüber rollst, dass du nicht an deiner Wirbelsäule die ganzen Knubbel abrollst, sondern deine Schulterblätter schützen jetzt genau deine Wirbelsäule. Gut, hier einfach mal auf- und abrollen und mal rein spüren. Wir werden uns jetzt 20 Minuten um den Oberkörper kümmern. Und zwar nicht nur mit Rollbewegungen, sondern auch mit Mobilisationsübungen mit der Black Roll. Und zwar fangen wir gleich mal mit einer an. Du legst die Black Roll wieder dahin, wo, wie gesagt, circa der BH zugemacht wird. Und dann nimmst du mal deine Hände nochmal hinter den Kopf und du schiebst dich nach hinten mit dem Kopf Richtung Boden. Und dann kommst du zurück nach vorne, machst wie so einen kleinen Crunch, das kennen wir. Soll jetzt aber keine Bauchmuskelübung werden, sondern eine Mobilisation für deine Brustwirbelsäule. Und hier bewegst du dich mal über die Black Roll drüber, mach dich hier lang, beziehungsweise komm in die Überstreckung und komm wieder zurück. Und hier darfst du mal zwei, dreimal wiederholen und atme mal tief ein und ausatmen nach hinten. Eine super Übung für alle, die jetzt viel sitzen. Aber, das sage ich bei ziemlich vielen Übungen immer, auch für diejenigen, die viel stehen müssen, ist es genauso wichtig, alles flexibel und beweglich zu halten. So, du veränderst mal die Position, vielleicht mal mit der Black Roll ein bisschen tiefer, um einfach mal einen anderen Winkel zu kriegen. Und jetzt musst du dich noch etwas mehr überstrecken. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dir bricht gleich deine Wirbelsäule durch, dann komm bitte nicht so tief. Also du kannst natürlich auch mit dem Kopf in der Luft bleiben, musst dich nicht am Boden ablegen. Und bitte jeder so, wie er kann. Dann nimm mal deine Arme mit, wenn du es noch ein bisschen intensiver haben möchtest. Nimm die Arme nach hinten, streck sie mit und komm wieder zurück.
Wenn du jetzt viele Nackenverspannungen hast, dann nimm deinen Kopf am besten wieder in die Hand, sodass du den Nacken ein bisschen entlastest. Und nochmal lang. Und wieder zurück. Und einer noch. Und gut. Komm wieder zurück nach vorne. Weil wir jetzt so super viel auch mit dem Nacken gemacht haben, kommen wir jetzt schon zur angenehmsten Übung überhaupt mit der Black Roll. Und zwar nutz mal deine Faszienrolle als Kissen und dann kannst du dich mal rechts und links über die Rolle bewegen. Mit der Nasenspitze kommst du rechts und links zur Seite. Und dann spürst du wahrscheinlich hier hinten so zwei so Stränge, einer rechts und einer links von deiner Wirbelsäule. Und dann bleibst du mal an der Stelle, wo du merkst, oh, da ist richtig viel Spannung. Du kannst auch gerne deine Augen schließen. Und dann gehst du mal mit der Nasenspitze leicht rechts und links. Komm dann mal langsam zurück zur Mitte, beweg dich auf die andere Seite und auch da gehst du rechts und links zur Seite. Und dann solltest du so richtig schön spüren, wie du an den Strang kommst, der auf Spannung ist, der so ein bisschen knubbelt. Einfach mal mit deiner Nasenspitze rechts und links. Und komm wieder ganz über die Schulter schauend rechts und links. Mit der Nasenspitze so weit du kannst mal über die Schulter schauen. Und wenn dir die Übung gut tut, dann nimm sie doch mit in deinen Alltag. Also gerade wenn du viel Probleme hast mit dem Nacken, dann schnapp dir eine Übung hier raus und dann mach die regelmäßig. Und dann wird sich vielleicht hier dein Nacken entspannter anfühlen. So, dann kommen wir mit der Rolle wieder zurück an die Brustwirbelsäule. Und zwar an der Brustwirbelsäule darfst du jetzt nochmal, und zwar deine Hände, auf die Schulter nehmen. Am besten die Ellenbogen ablegen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen wegen meinem Mikro. Nicht, dass ich hier drauf klopfe. Die Schultern sind weit weg von den Ohren. Und dann versuch mal so leicht rechts und links von der Seite bzw. an der Seite von der Wirbelsäule auf und ab zu bewegen. Nicht auf dem Wirbel fortsetzen, also nicht direkt in der Mitte, sondern so leicht rechts und auch hier leicht links. Und das ist schon ganz schön intensiv, weil wir natürlich jetzt das Gewicht nur auf einen Strang des Rückens nehmen und das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Und ich mache es wieder weiter vor. Ich rolle sonst zu weit Richtung Sofa. Und auch hier nochmal. Und dann. Gut. Kurz aufsetzen. Mal den Kopf rechts und links bewegen. Mal kurz ein bisschen durchbewegen, mobilisieren. Aber wir gehen jetzt an die Lendenwirbelsäule. Und viele haben ja immer Probleme mit der Lendenwirbelsäule. Oder sagen, oh, ich habe so Rückenweh. Und jetzt rollen wir da mal drüber und dann zeige ich euch, dass es vielleicht gar nicht so schmerzhaft ist da unten. Auch hier bitte nicht direkt mittig, sondern so leicht versetzt an der Seite rollen. Am besten den Ellenbogen auf den Boden nehmen und dann das Körpergewicht so leicht zur Seite kippen, also die Hüfte so leicht zur Seite kippen und dann hier mal auf und ab bewegen. Dann das Ganze auch auf der anderen Seite. Einmal rüber. Und auch hier kippst du die Hüfte ganz leicht zur Seite.
und rollst richtig schön über die Lendenwirbelsäule bzw. über den Rückenstrecker in deine Lendenwirbelsäule drüber. Und da, wie gesagt, auch wieder nicht auf den Wirbelfluss sitzen. Warum ist mir das so wichtig? Du machst mal weiter, ich erkläre. Deine Wirbelsäule hat immer so kleine, das spürt man ja auch, knöcherne Strukturen, die nach hinten zeigen. Und wenn du direkt mit dieser Rolle über diese Knochen drüber rollst, dann kann das natürlich nicht angenehm sein. Wir sollen ja nicht über Knochen rollen, weil dein Knochen braucht diese Massage mit dieser Black Roll nicht. Du reizt diesen Knochen nur, beziehungsweise wenn du wirklich mit besonders viel Druck reingehst, deplatzierst du vielleicht womöglich noch den Knochen. Deswegen, und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen schau immer, dass du, wie gesagt, nur über Muskulatur drüber rollst. Wir gehen nochmal auf die andere Seite. Und dann sind wir schon so richtig schön seitlich. Und dann drehen wir uns mal komplett auf die Seite. Am besten deine Knie leicht angewinkelt. Jetzt nimmst du mal die Rolle und zwar unterhalb von deiner Achsel. Eigentlich in die Achselhöhle rein. Und dann versuch mal hier so leicht auf und ab zu rollen. Und dann wirst du jetzt vielleicht erstmal denken, hey, was will sie denn da? Aber arbeite dich mal hier rein, weil da könnte es richtig schmerzhaft werden. Ich wollte schon sagen eklig, aber es ist auch eklig, darf man ruhig sagen. Und da kippst du jetzt mal den Oberkörper so leicht vor und zurück und dann merkst du schon, du arbeitest dich so richtig schön hier in den Rücken ein. Schulterbereich, Rücken. Und auch wenn du zum Beispiel Schulterprobleme hast, dann pass bitte auf, das zum Ersten und zum Zweiten. Wenn du hier eine Stelle findest, die wirklich mega schmerzhaft ist, dann versuch ab und zu mal genau den Bereich zu rollen, um dann vielleicht mehr Freiheit in der Schulter zu bekommen. Wie gesagt, das sind alles keine Versprechungen. Es muss nicht sein, aber es kann. Und wenn es dir gut tut, dann mach's. Also ganz entspannt auf und ab. Ich sehe gerade, ich habe hier ganz viele Kuscheln. Auf und ab rollen. Und dann gehen wir natürlich auf die andere Seite. War jetzt fast angenehm bei mir. Ich hoffe, bei dir auch. So, auch hier Achsel und dann auf und ab rollen. Und auch hier taste dich erstmal rein in den Bereich. Es kann auch sein, dass deine Fingerspitzen einschlafen, dadurch, dass du da was zu stark reingehst und einfach durch auch die verspannte Muskulatur sich was abklemmt. Deswegen geh nicht mit zu viel Druck rein. Du kannst auch immer mit der Hand so ein bisschen wegdrücken, dass du wirklich nur so viel Druck aufnimmst, wie es machbar ist für dich. Und dann kipp auch hier mal vor und zurück und versuch dich mal so ein bisschen reinzuarbeiten. Und dann kannst du auch mal vorne bleiben und auch hier nochmal auf und ab rollen. Und dann, ich habe da echt einen Punkt entdeckt. Da ist richtig fies. Gut, dann löst mal langsam die Spannung. Kreis nochmal kurz deine Schultern und dann sehen wir uns im Vierfüßlerstand wieder. Die Knie sind unter der Hüfte, deine Arme sind lang und du versuchst mal deine Nasenspitze auf dem Boden entlang vor und zurück zu schnüffeln. Deine Arme sind lang, deine Daumen zeigen nach oben und du kommst vor und zurück. Deine Schulter nicht zu den Ohren, sondern weit weg von den Ohren und du darfst dich immer richtig schön überstrecken. Dein Popo darf richtig nach oben zeigen und hier rollst du vor und zurück. Die Black Roll ist wunderbar dafür da, um natürlich Bereiche zu rollen,
also auf den Muskulaturen zu rollen, aber auch wunderbar dafür da, Bereiche zu mobilisieren. Machen wir gleich nochmal einen Bereich, und zwar nimmst du die Hände unter die Schulter. Deine Faszienrolle legst du zwischen Hand und Knie und dein Unterarm legst du jetzt mal auf die Rolle drauf und dann roll dich zur Seite. Deine Schulter geht tief, in meinem Fall die rechte. Und dann rollst du nicht nur über den Unterarm, sondern du rotierst dich auch in der Brustwirbelsäule. Also eine schöne Brustwirbelsäulenmobilisation. Und versuch dich mal wirklich ganz lang nach vorne zu strecken und dann hinten deine Schulterblätter auseinanderzuziehen. Deine rechte Schulter kommt ganz tief. Und nochmal. Und dann machen wir Seitenwechsel. Einmal richten. Und Achtung, dass die Hand nicht hier vorne steht, sondern die Hand steht unter der Schulter. Deine Black Roll zwischen Hand und Knie und hier rollst du zur Seite. Und was jetzt natürlich bei mir nicht ganz so ideal ist, ist die Uhr, die ich anhabe. Also gerne die Uhr mal ausziehen oder ich drehe sie mal um. Und dann hier schön nach außen rollen und wieder zurückkommen. Und lang nach außen rollen und wieder zurück. Und auch hier schieb mal deine Schulter wieder ganz tief. Nimm die Fingerspitze lang zur Seite. Und dann komm langsam zur Mitte zurück. Und nochmal die Schultern kreisen locker. Jetzt nimmst du die Black Roll leicht auf die rechte Seite. Deine Arme wieder auf die Black Roll und auch hier rollst du vor und zurück. Deine linke Fingerspitze möchte jetzt immer vor die rechte. Deine Nasenspitze kommt Richtung Boden und du rollst dich hier vor und zurück. Und dann darfst du gleich auf die andere Seite, auch hier, nach außen wie so eine Banane. Deine rechte Schulter schiebt tief und gleichzeitig deine rechte Fingerspitze nach vorne. Und hier auf und ab. Und eine noch. Und gut. Gut, dann lockern wir wieder. Und dann hast du es geschafft für das Faszientraining mit der Faszienrolle und für den Oberkörper. Falls du jetzt noch den Unterkörper haben möchtest, also gerollt haben möchtest, darfst du gerne das Video von letzter Woche anschauen. Da haben wir nämlich den Unterkörper gerollt. Ich danke dir fürs Mitmachen. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen hoch. Falls du noch mehr Videos sehen möchtest, dann schreib mir auf Instagram oder auch auf Facebook, was für Themen dich denn interessieren. Danke dir fürs Mitmachen.